1. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days 2 Die. So, Andrüchen. Wir haben ja, ich habe ja in meiner übernatürlichen Weisheit, die ich ja nun mal besitze, entschlossen, dass dieses Haus, was überall kaputt und offen ist. Ja, das nehmen wir jetzt. Dass das unser Safe-Spot ist. Ne, ich würde sagen, wir nehmen ein anderes Haus. Wir sind ja voll am Arsch, wenn die Horde kommt am 7. Tag. Ja, oder wir, ja, lass uns mal erstmal gucken gehen. Vielleicht finden wir ja ein Haus, was nicht ganz so kaputt ist. Ja, ich gehe mal hier auf den Hügel. Ne, hier, guck mal, wenn du hier die Straße runter, da ist so ein Leuchtturm. Wo bist du denn? Immer noch hier. Oh, ich habe Level up. Das sah aus, als wenn du geschwebt bist. Spring du mal. Sieht aus, als wenn man schwebt, ne? Die Animation ist super. Ey, er kann auch springen. Da ist ja noch einer. Gib ihn. Ja, gib ihm mal. Gib ihm, Bruder. Gib ihm auf den Nuss. Schlag ihn zusammen, solange er auf dem Boden liegt. Aua. Der ist ja hartnäckig. Ja, beim Schlagen immer einen Schlag geben und dann rückwärts gehen. Dann kriegst du weniger Hits ab. Musst mich rauspiepen. Nö. Okay. Ja, ich weiß nicht. Würde mir das da hinten einmal angucken. Wo denn? Da mit dem Leuchtturm, siehst du das? Ach, da. Doch. Dass wir da vielleicht mal gucken. Aber wir brauchen eigentlich Wasser in der Nähe. Also wäre gut. Vielleicht ist da ja ein Tank oder so. Oh, ich habe 8 Dollar. Hopfensamen und kleine Steine. Hier ist noch mehr Müll. Ein leerer Wasserkrug. Den brauchen wir später, um Wasser abzukochen. Sag bloß. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du bist ein richtiger Laufwuchs. Die Tankstelle hier ist zumindest heile, ne? Wo ist denn hier jetzt einer? Ach da. Der kriegt hier von mir aufs Maul. Irgendwo. Also der EQ von den Zombies ist wirklich so The Walking Dead. Finde ich aber ganz angenehm. Au, der hat mich erwischt. Au. Hilf mir doch mal. Ich? Alter, ich war gerade fast bewusstlos. Eigentlich muss hier irgendwo einen Rucksack liegen. Der hat mir aber richtig welche gesemmelt, du. Ich würde sagen, wir können uns ja hier mal umgucken. So, das Optimale ist das hier auch nicht, ne? Wasser haben wir hier auch nicht. Ja. Wir müssten mal gucken, da wo dieser See war. Ich glaube, da gehe ich gerade hin. Sorry, gleich kriegen wir bestimmt wieder Besuch. Sag ich doch. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Er hat gerade rumgemotzt. Ja, ich habe mich erschrocken. Sie fragt gerade, was hier unten los ist. Dann sagt ihr nichts. Ja. Okay. Einen habe ich schon einmal runter. Ich habe halt auch nicht mehr so viel Leben. Ich hätte mir vielleicht vorher. Ich legte ihn auf. Na. Das ist doch ein Witz. Kann ich mir denn nichts schnell machen? Scheiße. Oh, man hat mich ja jetzt nicht gehört, oder? Nee. Gut. So, die Dicke braucht noch ein bisschen. Wo bist du jetzt? Ich bin hier voll im Busch. Weil hier irgendwo ein Rucksack liegen soll. Alles gut. Ich bin auf der Straße und tanze mit einer hübschen jungen Dame. Okay. Sie sieht dir tatsächlich ein bisschen ähnlich. Oh, bitte. Mhm. Das war jetzt aber... Werde ich ja gleich sehen. Das grenzt ja schon ein bisschen an Belästigung. Au. Oh, ich habe nur noch 22 HP. Da, wo gleich ein Toter liegt. Oh, ne. Au. Oh Gott, ich habe 7 HP. Das ist der grüne Pfeil. Du musst... Wir haben uns noch nicht verabredet. Vereinladet. Also... Vereinladet? Wie macht man das denn? I und Gruppe und Verbünden so. Gruppe.
Da bist du. Wo bist denn du okay, jetzt? Okay, ich hab. Sie habe ich weg. Zurück muss ich? Das habe ich schon mal in irgendeinem Film gesehen. Warte, ich glaube, ich muss hier stehen, ne? Gut. Ich muss wieder ganz zurück jetzt. Haben wir hier irgendwie einen Verband für mich? Irgend so eine Juckercreme, was kann ich damit machen? Juckercreme? Nee, Aloe-Creme. Oh, Aloe-Creme. Ja. Aloe Vera-Creme. Die hat mich ein bisschen geheilt, aber ist nicht der Rede wert. Eisenpfeil. Nehmen wir mit. Gammelfleisch. Der Dicke kommt. Gammelfleisch. Oh, ich habe einmal gekochtes Wasser. Benzin? Ich habe zwar nichts, was ich mit Benzin betreibe, aber... So, hier wollte ich jetzt rein, da in das Ding, oder was? Das wollen wir jetzt nehmen, oder what? Nee, das würde ich vielleicht nicht nehmen. Also noch ein anderes. Ja. Wo das, bist du weil, jetzt? Weil wir haben hier kein Wasser. Ja, dann lass uns doch erstmal ein Haus suchen hinten. Ja. Bevor hier wieder einer kommt. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, ich fall die Leiter runter. Ja, haben wir eine Karte? Ja. Ne, ich hätte sonst gesagt, wir gehen... Wie kann ich hier einen Wegpunkt machen? Keine Ahnung. Ah. Hast du? Schneller Wegpunkt. So. Wir müssen nach... Da. Ne, da haben wir zumindest Wasser in der Nähe, wobei da ist auch ein kleiner Fluss. Ich habe halt nur 15 Leben, ne? Ich würde jetzt ungern kämpfen. Gegen wen denn? Hier ist doch keiner. Links von dir ist ein Zombie. Ach, da läuft einer gegen Baum. Ja. Ein bisschen Holz mitnehmen. Ein bisschen mehr Energie haben wir, ne? Also Ausdauer. Ja, statt die ist 100, jetzt... 102. Hatten wir letztes Mal nur 100? Ja. Hey, wieso haben wir mehr? Level up? Jetzt habe ich 15 Stunden, habe ich ein also eine halbe Stunde habe ich ein verstauchtes Knie. Was machst du denn immer? Und zwei Stunden habe ich Kopfschmerzen, weil der Zombie mir eine verpasst hat. Wo bist du jetzt? Ich habe nur kurz ein Ei eingesammelt und eine Feder. Ein Ei und eine Feder. Ein Ei und eine Feder. Hast du schon einen Schlafsack gebaut? Wie geht das? Tabulator-Taste. Ja. Dann gibst du in der Suchleiste oben... Schlafsack steht doch da schon. Ja, genau. Und dann einfach nur fertigen. Kann ich aber viele machen. Ja, einer reicht. Der ja, Schlafsack, ja, da wo wir den platzieren, das spawnen wir immer. Ich weiß. Ja, hier, kannst du mal auf mich warten? Ja. Hier links wäre noch ein Laden. Da könnten wir mal reingucken demnächst. Das ist doch der von letztem Mal da. Da fehlt mir... Okay. Ach, hier kommt schon wieder Musik. So. Vielleicht kommt wieder irgendwas. Warte mal, den... So. Ich hab hier gar nichts. Doch, da hinten kommt da einer. Wenn man da diesen Speicherpunkt hat, speichert man denn auch seine Sachen? Nee. Den, die sind immer weg, oder was? Nee, das können wir abspeichern mit dem Block, den wir platzieren. Wenn wir da Kisten hinbauen und da die innerhalb dieses Blocks sind. Dann würden wir die Sachen speichern und unseren Schlafplatz. Durch den Schlafsack. Hier kommt bestimmt gleich irgendwo der Hund, ey. Wollen wir die Hütte da hinten nehmen?
Genau, an die hatte ich gedacht gehabt. Ich habe einen Stein markiert. Den gepinkelt oder was? In meiner. Ja, ich hab da so eine kleine Duftmarke hinterlassen. So. Psch, 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 wie so ein Rasensprenger. Wie nochmal? So. Hier ist auch alles voll mit Steine. Ja, das ist gut. Wir brauchen ja welche. In der Hütte könnten auch wieder Zombies sein. Warte mal, ich will direkt meinen Schlafsack platzieren, damit ich auch gleich... Wie mache ich das? Den Schlafsack einfach in deinem Inventar auswählen. So wieder, ja. Genau, dann unten in die Leiste schieben. Habe ich. Mit dem Mausrad auf den Schlafsack. Und mit Rechtsklick kannst du ihn legen. Ich habe ihn jetzt hier... Ich habe den hier jetzt erstmal vor die Tür gepackt. Falls ich hier drinnen sterbe, komme ich hier drinnen gleich wieder. Oh, hier ist gar keiner. Leer. Auch leer. Kann man hier nicht in den Dings die Säcke reinmachen? Die... Ja, können wir auch hier drinnen... Mülleimer? Ja, wir können das ja hier in der Hütte machen. Ich baue hier kurz ein bisschen Platz und dann... Dann wird das hier erstmal unsere provisorische Unterkunft. Bis wir uns was Richtiges gebaut haben. Oh. Reicht ja hin, ne? %3,6%? Sterbe ich jetzt letztendlich trotzdem? Das dauert aber eine Weile. Oh Gott. Hey. Was machst denn du jetzt eigentlich? Ich mache hier drinnen Platz. Damit wir hier Schlafsäcke hinschmeißen können und... Geh mal hoch. Mhm. Ja. Wie war das? So und... Ah ja. Okay, ich brauche eine Spitzhacke. Eisenspitzhacke. Es gibt keine aus Stein. Ach, das ist aber ärgerlich jetzt. Ich aber ein bisschen was zu kloppen. Ich muss nur noch 10-mal auf diesen Block hauen, damit er weg ist. Auf den Tisch. Oh, himmlisch, diese Musik. Die hat 2000? Was? Die Kiste hier, so eine Holztruhe. Ich glaube, die können wir eh nicht nutzen. Jetzt auch nichts Besonderes hier oben. Ne, ich habe jetzt hier unten auch nur ein bisschen Platz gemacht. Ich hänge hier halt noch an einer Kiste, die hat halt über 1000 HP noch. Damit wir denn hier unsere Schlafsäcke schon mal reinschmeißen können. Weil wir müssen ja an Tag 7 kommen um 22 Uhr Zombie-Wellen, also richtige Horden, ne? Was bleibt, wie ich hier hocke und kloppe? Oh, ich kann nicht mehr. Meine Axt ist auch wieder kaputt. Kann man das nicht in die leeren Kühlschränke auch rein? Nee. Nee, ich glaube, dann despawnen die Sachen. Also dann verschwinden die mit der Zeit. Brauchst du eine Axt? Ich kann dir noch eine machen. Nee. Hey. So, dann hole ich mal meinen Schlafsack. Drücke E, um aufzuheben. Schlafsack. Dann würde ich mich nämlich hier drinnen einmal platzieren. Nicht, ich will aber nicht am Fenster eigentlich. Scheiße, hier sind ja überall welche.
Ja, die bauen wir zu. Warte mal, wir können, glaube ich, auch einen Hammer. Warte mal, jetzt muss mal. Steinvorschlaghammer. Den fertige ich jetzt einmal und dann mache ich mir nochmal eine Steinaxt. Die kriegst du denn? Weil wir haben ja unsere Aufgaben, die wir machen müssen. So. Das, wie lege ich den nochmal hin? Rechtsklick. Also wenn du weißt, wo du den haben willst, rechtsklick und dann. Ah, jetzt. Was machst du jetzt? Ich habe keine Ausdauer. Ich wollte die Fenster wegmachen und dafür dicker, also zumachen. Das geht doch schneller. Wie mache ich das denn? Bauen hier überhaupt Fenster und so? Na, erst musst du die Flächen freiprügeln. Und dann kannst du Rahmenformen herstellen. Und mit den Rahmenformen kannst du bauen. Die können wir auch aufwerten. So, jetzt sollen wir hier noch Klamotten kurz herstellen. Und oben rechts steht immer, was du eigentlich machen sollst, ne? So ein kleines Tutorial. Um dich hier so ein bisschen reinzuführen. Hätte hier eine Steinaxt. Habe ich noch gar nicht gesehen. Pflanzen. Wo ist denn hier die Steinaxt? Faserhemd. Da. Und Hose. So. Nee. Pflanzenfaserhose. Abgeschlossen. Tragen. So. Jetzt brauche ich noch einen Holzknüppel. Die wollen es aber wissen. Holzknüppel. Da haben wir ihn doch. So. Hä? Warte mal, eine Schale. Und ich soll nochmal Holz sammeln. Hä, wie soll ich das machen? Um einen Gegenstand in... Oh. Das dauert ja ewig. So. Jetzt noch einen primitiven Bogen. Ja, blablabla. Erstmal müssen wir hier... Oh, wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja noch Zeit. So, ein Bogen. Ein primitiver Bogen. Kann ich herstellen. Und jetzt würde ich auch nochmal Stein... Wie ziehe ich mich an? Klick die Hose an und drück W. So, hier, wie viele denn? Ja. Kann ich ja machen, nur noch einen, ne? So. Und okay. Holz sammeln. Rahmenform fertigen. Platzieren, verbessern. Okay. Rahmenform. Das hatte ich sowieso vor. So, wie viele? 5 kann ich. So. Das heißt, so, und jetzt soll ich die verbessern. Oh! Rahmenform verbessern. Hä? Wie mache ich denn das jetzt? Clownhammer, Robotikhammer. Ich kann das gar nicht verbessern, ne? Weil ich kein Holz habe? Fragezeichen. Das geht mit der Axt. Okay, woran haperst du jetzt? Ja, an diesem blöden... Rahmen.
Achso, du musst das Fenster erst rauskloppen. Also? Auch wenn das schmal ist, das Fenster hat quasi immer einen ganzen Block. 225? 500. Okay. Okay. Rauschen wir das einmal aus. Jetzt wäre ich schon bei... Was für ein Mann, kann ich das nicht, mit meiner... Das wollte ich gar nicht. So. Ich habe wieder kein Holz. Oh. Ich würde eigentlich Holz lieber weiter weg aufsammeln, als hier alles kahl zu holzen. Schon wieder kaputt. Was war das? Ich habe Hunger. Was mache ich denn jetzt? Kann ich ein Ei essen einfach? Hä? Mir ist gerade zu duselig. Oh. So, jetzt muss ich ein Lagerfeuer fertigen. Oh. Das wird aber eng hier drin. Hä? Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr gehen? Du hast dich eingebaut. Du standst in einer Rahmenform. Ich habe die jetzt weggenommen. Geht's jetzt wieder? Nö. Warte, warte. Jetzt? Nö. Spring mal. Ah, jetzt. Ah. Ich habe die falschen Knöpfe gedrückt, wenn ich ehrlich bin. So, wir können jetzt hier ein Lagerfeuer machen, wo wir essen. Hä, wie viel baue ich denn hier hin? Ich will den da drüber machen. Ja, aber da ist noch ein Fenster. Ach so. Oh Gott, ist das eine Kacke, ey. Jetzt macht der nicht wieder. Hä? So, jetzt kannst du. Ja, wollen wir die Küche oben machen? Dann würde ich oben nochmal den Boden abbauen und zumachen. Dass wir da nicht runterfallen. Ist jetzt alles zu? Nee. Oh, die Tür ist ja auch wieder verschlossen. Dauert ja ewig. So, jetzt ist alles zu hier, ne? Ne, ich habe die anderen Fenster noch gar nicht gemacht. Ich schon. Ach so. Licht her. Wie kann man denn das Dach oben heile mal? Also hier den Boden. Ja, ich guck gerade. Weil das bringt uns ja nichts, wenn die von oben dann kommen. Na, ich wollte oben auch noch für uns ausbauen. Weil wir brauchen ja Platz für eine Werkbank. Wir müssen kochen. Auch hoch. Ich bräuchte mal eine Tür. Ah, kann ich noch nicht. Was ist dieser Gebietsschutzblock? Das ist alles, was da drin ist, ist dann unser. Es kann nicht kaputt gemacht werden von Fremden oder. Ne? Hm? Die Sachen verschwinden nicht und so. Okay. Jetzt habe ich einmal ein Lagerfeuer. Guck mal, ob der Zaun hier überall heile ist. Aber wo möchten wir das hinhaben? Angenommen, wir machen da die Tür. So.
Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir steckt. Dankeschön. So. Kann ich den auch halbieren? Oh. Ach, was soll's. So, komm da eben 10 rein. Ich bin gerade zu doof. Das geht, muss doch irgendwie gehen. Wieso kann ich denn jetzt die Tür hier nicht machen? Hm. Gut, dann geht das eben nicht. Gut, schön. Ich habe ja nichts, ne? So, um einen Gegenstand, ein Rezept genauer anzusehen. Linksklick halten, ziehen, Stapel zu nehmen. Linksklick, Stapel ablegen. Rechtsklick halten und ziehen. Helben Stapel. Aha. Ausgabe. Nee. Wie mache ich mir jetzt Essen? Also ich habe ja maximal Hunger, ne? Ups. Ich esse jetzt einfach mal ein Ei. Wie kann ich denn die Tür wieder wegnehmen? Also wenn ich was falsch gebaut habe, wie kann man das wieder zurückmachen? Ich glaube, du musst es ab. Also wenn es Rahmenformen sind, kannst du die mit E wieder aufnehmen. Hallo? Also, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, jetzt. Wie kann ich denn die Tür wegnehmen? Achso, ich habe mich gemutet. Entschuldigung. Ja, ich bin auf die Push-to-Talk-Taste gekommen. Wenn du eine Tür falsch platziert hast, musst du die leider abbauen. Die kannst du nicht wieder aufnehmen. Das geht nur mit den Rahmenformen. Ja, gut. Meine nächste Quest ist, finde den Händler. Du hattest den schon mal gefunden, den Händler, ne? Ja. Da müssen wir denn auch noch hin. Aber warum kann ich denn jetzt keine Tür einbauen? Es kann sein, dass ich demnächst sterben werde. Warum? Weil ich infiziert bin. Infiziert. Infiziert. Gebietsschutzblock. 5 Steine. Wie kriege ich denn hier eine Tür rein? Warte, ich guck gleich. So. Ich hab 5 Steine. Wo, hier zwischen? Ja. Ich habe noch keine Türen gebaut. Ich schon, aber ich krieg die da nicht richtig rein. Es kann sein, dass dieser Rahmen hier quasi 2 Blöcke einnimmt, weil das ist ja Zaun. Ja, aber du kommst ja nicht raus dann. Ja, ja, warte mal. Wenn der Rahmen hier weg wäre, wenn wir den abreißen, dann kannst du da eine Tür reinsetzen. Aber du musst dir vorstellen, hier ist so ein Meter mal Meter Block, weißt du? Verschnauspause. Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe gerade ein paar Eier gegessen. Wo sieht man denn, dass man Hunger hat? Links ist so ein Teller mit Messer und Gabel denn. Okay. So, und jetzt kann ich die Tür bauen, oder was? Genau, jetzt müsstest du die hinsetzen können. Ist gar nicht so einfach, ne? Nee. Aber man fuchst sich rein irgendwie. Ah. Ja, ich bräuchte jetzt was zu essen, aber was. Oh.
Ich frag mal bei den Nachbarn, ob die vielleicht was zu essen für mich haben, ja? So. Oh, Eisen? Das hebe ich auf, wenn ich besseres Equipment habe. Hätte ich die andersrum reinbauen müssen, wa? Guck mal. Hier habe ich noch ein bisschen Bruchsand. Ich nehme es mal mit. So, mal gucken, was die Nachbarn hier alles haben. Irgendwas Praktisches? Irgendwas zu essen? Zerstörte Werkbank, 30 Holz. Oh, das Haus ist viel schöner als das, was wir uns da einrichten. Ist auch viel größer. Wo bist du denn überhaupt? Aber vielleicht dann auch schwerer zu verteidigen. Ich bin beim Nachbarn, ich guck gerade nach Essen. Ja. So, und ich habe hier auch schon eine Dose Miso-Suppe gefunden und Katzenfutter. Das Katzenfutter kannst du denn essen. Aha. Ich bin hier nicht mehr alleine. Das hört sich so über mir an. Ja, der war draußen. Der teilt nicht gern seine Nahrungsmittel mit mir. Ah. Geh weg. Das ist mein Katzenfutter. Meins. Hast du denn schon Hunger? Nee. Nee. Also wenn du Hunger hast, musst du sagen, ich habe Katzenfutter für dich. Ja. Das wird dir munden. Oh, hier... Nee. Jo. Naja, wir sind erstmal gesättigt. Ja, ich kann nicht kochen. Wieso kann ich nicht kochen? Gut. Okay, dann würde ich vielleicht nochmal eine Aufbewahrungskiste. Kann ich die machen? Auf gesicherte Aufbewahrungstruhe. Kiste. Nägel brauche ich dafür. Oh, ich habe keine Nägel. Wie kriege ich denn Nägel? Wahrscheinlich suchen oder... Werkbank, Schmiede, Amboss. Gut, dann haben wir noch die gesicherte Aufbewahrungstruhe. Die kostet nur Holz. Nehmen wir die doch, ne? Achso, aber wir brauchen auch noch einen Gebietsschutzblock. Das ist jetzt unpraktisch, ne? Wie viel Stein habe ich? 6. Hier müssen wir gleich nochmal Steine sammeln. Wo ist meine... Achso, hier. Cool. Hat mich nur einen gekostet. Warte mal, das reicht. Dann schmeißen wir hier noch den Block rein und hier lassen wir uns erstmal nieder, bis wir was Richtiges haben. Wunderbar. Jetzt den Gebietsschutzblock. Oh, 30 Sekunden. Ich habe schon wieder Hunger. Ich arbeite zu viel. Bum, 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 bum. Ist auch alles leer, ne? Ah, ein leerer Müllhaufen. Ich
könnte das Katzenfutter essen, aber Jasmin wird er jetzt auch demnächst Hunger kriegen. Ich guck noch mal, was der Nachbar noch so hat. Entschuldigung, kurzzeitig ist das Zombie-Gen in mir reingeklickt. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist ja alles leer. Oh Gott. Bist du bescheuert, Alter? Ich hab mich richtig erschrocken. Toll. Das ist mir auch passiert. Hab mir dabei fast meinen Knochen gebrochen. Das ist schon mal passiert, weißt du? So, also nochmal nach oben. Ey, hab ich mich erschrocken. Hallo? Ich such was zu essen, das sieht ja komisch aus. Ja, genau. Bei euch geht nicht kaputt, ne? Ah, euch kriegen wir auch noch weg. Genau, kommt erstmal einer nach dem anderen. Danke. Du bist durstig. Gesundheit und Ausdauer stellen sich langsam mal wieder her. Oh, habe ich dir ein Auge ausgepiest. Komm. Du bist durstig. Habe ich denn irgendwas? Kann ich das hier trinken? Trübes Wasser. Leerer Wasserkrug. Wasser. Gekochtes Wasser. Benutze. Von hier aufs Dach. So, was haben wir hier noch? Hab ich mich verjagt. Hab ich mich verjagt. Zum Glück hast du kein Skill, Alter. Okay. Hab nicht mehr allzu viel Leben, Freunde. Komm, komm auf die gesunde Seite der Macht. Okay, die kam hier aus der Wand und er hier. Hä? Was ist das für eine Hütte? Komme ich hier hin? Aha. Was ist das? Eine Handtasche. Ich glaube, ich bin bald wieder überladen. Oh, wie komme ich denn jetzt hier rein? Am sichersten. Munition? Ja. Gönn mir. Haben wir hier? Reines Mineral. Nice. Schön. Ich bin überladen. Ich bin mega langsam. Ein Rock. Hier nehmen wir Jasmin mit. Da sind wir ja aufmerksam, ne? Das ist jetzt halt ein bisschen unpraktisch, weil ich so langsam bin. Ich komme mir auch vor, als wäre ich mir leicht in die Knie gegangen. Nicht jetzt. Oh, wie der geflippt ist. Nein. Nein. Das ist meine Ausdauer. Nein. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Ich kann nichts machen.
bin so am Arsch. Gönnt euch mein Fleisch, meine Jünglinge. Ich komme wieder. Erscheine auf bei. Wo ist der Unterschied? So, das war eine weitere Runde 7 Days to Die. Ah, Jasmin konnte leider nicht ganz so aktiv mitspielen. Die hat ein bisschen zeitliches Managementproblem. Wir holen jetzt erstmal meine Sachen. Für euch heißt das ab morgen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Hat Spaß gemacht. Bis dann, macht's gut. Ciao.